Ab ins Bett. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Der Kinderpodcast. Es ist endlich Heiligabend. Hier ist euer Lieblingspodcast. Hier ist Ab ins Bett. Heute mit der 1216. Gute-Nacht-Geschichte. Aber vorher kommt das Recken und das Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1216. Gute-Nacht-Geschichte für den heiligen Abend, für den 24. Dezember. Bert und der blaue Bär. Bert ist ein ganz normaler Junge. Mama hat noch einige Termine, sie muss noch einige Besorgungen machen und sie fährt durch eine große Stadt. Bert wohnt nämlich in einer großen Stadt. Es ist sogar die größte Stadt, die es in Deutschland gibt. Es ist sogar Deutschlands Hauptstadt. Die Stadt heißt Berlin. Am schönsten findet Bert es, wenn er am Wasser ist. Durch Berlin fließen nämlich Flüsse, zum Beispiel die Spree. Und am liebsten steht Bert auf einer Brücke, etwas außerhalb, und er guckt auf das blaue Wasser. Das mag Bert. Als er am Abend wieder zu Hause ist, denkt er drüber nach, wie es wohl wäre, wenn ein Blauwal durch die Spree oder die Havel fließen würde. Das wäre bestimmt lustig. Alle Menschen würden sagen, wie kann das denn sein, dass ein Blauwal mitten durch Berlin schwimmt? Dann fällt Bert etwas auf. Er hat an einen Blauwal gedacht, der im blauen Wasser in Berlin schwimmt, vor den Augen von Bert. Dieses B, das B, was am Anfang von Bert, Berlin, Blauwal, blaues Wasser steht, das B, das kommt ihm so bekannt vor. Es hat oben und unten einen Bauch. Und es fühlt sich für Bert so vertraut an. Dann schaut er sich um in seinem Zimmer. Er hat eine blaue Tapete an der einen Wand. Auf seinem Tisch steht noch ein bunter Teller mit einem Brot mit Butter. Am liebsten mag Bert in seinem Zimmer das Bett. Natürlich hat er auch blaue Bettdecken und seine Kopfkissen haben ein blaues Bild. Am allerliebsten liegt Bert in seinem Bett. Und am liebsten hat er seinen blauen Bären dabei. Das ist sein Lieblingsteddybär. Den hat er schon seit seiner Geburt. Je mehr sich Bert umschaut, desto mehr merkt er, wie sehr er das B, das B, tatsächlich mag. Es taucht überall um ihn herum auf. In blauen Farben, in bunten Tönen, sogar beim Essen. Ein Brot mit Butter, alles beginnt mit B. Sogar sein blauer Bär beginnt mit B. Dass ihm das noch nie aufgefallen ist, da bleibt nur eins übrig. Bedanken dafür, dass er so ein schönes, buntes und manchmal auch blaues Leben hat. Mit all den Dingen, die ihn glücklich und Spaß machen. Besonders zufrieden
geht Bert nun in sein Bett und er weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Gute Nacht.